Makler ist vor einigen Monaten auf mich zugekommen, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, im Management mitzuarbeiten. Außerdem hatte ich mit meinem Rücktritt klar entschieden, dass ein neuer Weg für mich die Zukunft beschreiben wird. Und jetzt beginne ich diesen neuen Weg. Wir hatten den Chef, den CEO Siegfried Wolf, bei unserem Automotive-Tag im letzten Jahr. Den habe ich dort eingeladen. Es haben sich also verschiedene Kontakte in den letzten Jahren ergeben. Und jetzt war die Ansprache und ich freue mich über diese neue Aufgabe. Es ist eine neue Chance. Ich habe sehr gerne Politik gestaltet und die letzten 20 Jahre mit Kraft dafür gearbeitet, dass Thüringen gut vorankommt. Ich denke, ich kann auch mit Dankbarkeit und Stolz zurückschauen und bin aber genauso froh, dass ich jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen darf. Damals haben sich alle in der Politik oder fast alle in der Politik dafür eingesetzt, weil Magna sich sehr verantwortlich verhalten hat und alles versucht hat, Opel zu retten. Am Ende, das wissen ja alle Beteiligten, ist das nicht zustande gekommen. Insofern, Magna hat von dieser ganzen Geschichte keinen Vorteil gehabt. Im Gegenteil, das Unternehmen hatte auch einige Schwierigkeiten auf diesem Weg. Deshalb würde ich über eine solche Seite gar nicht reden wollen. Herr Althaus hat für sich diese Entscheidung getroffen. Das Unternehmen will ihn offensichtlich. Kann ich nur sagen, ich wünsche ihm alles Gute. Also ich kenne nicht viele Thüringer, die so eine nationale und internationale große Aufgabe bekommen haben, sich einzusetzen in der Wirtschaft. Und deswegen denke ich auch, wird es auch große Synergieeffekte für Thüringen geben. Und die miteinander zu verknüpfen mit dem Erfahrungsschatz, langjähriger Ministerpräsident zu sein und jetzt in der Wirtschaft tätig zu sein und da auch eine gewisse Politiknähe zu erhalten, ist einfach wunderbar. Das zeigt uns, dass es nicht mal mehr ein Verhältnis dazu gibt, dass es bestimmte Anstandsregeln geben muss, der strikten Trennung zwischen vorheriger Amtsführung und nachgelagerter Aufgabenwahrnehmung. Man hat eher das Gefühl, dass es so eine Form von nachgelagerter Bestechlichkeit gibt. Das Wort der Lobbykratie macht sich da breit. Und ich kann Menschen verstehen, die langsam das Gefühl haben, dass mit solchen Beispielen immer wieder eher der Eindruck entsteht, dass das eine gekaufte Republik ist.